Moinsen aus Bäumeland, Leute, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Shop-Video auf meinem Kanal. Und ich habe mir gerade schon den Scorpion-Skin geholt. Ist, finde ich, für 800 V-Bucks ein sehr nicer Skin. Wollte ich mir sowieso holen. Die Frisur ist halt auch ausgefallen. Da gibt es nur bei einem Fußball-Skin. Und ja, passt halt ziemlich gut zu diesem Backpack auch. Deswegen, ja, finde ich, ist ein sehr nicer Skin. Könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Skin so findet oder ob ihr den männlichen Skin nicer findet. So, wir gehen jetzt kurz schon mal hier zur Fate. Das Set mochte ich noch nie wirklich, außer die Spitzhacke finde ich relativ noch okay. Dann der Gleiter geht auch noch so einigermaßen, aber das Set kriegt von mir 7 Punkte. Finde ich, das ist jetzt nicht so nice, aber naja. Dann der bissige Taucher. Hat, finde ich, einen sehr nice Backpack, aber lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht wirklich, sich nur den dafür zu holen. Sonst finde ich den Skin aber auch relativ okay. Dann der kleine Mampfer hier. Der wackelt immer so schön rum. Finde ich, ist auch eine sehr nice Spitzhacke. So, dann noch der Laserbeißer. Ist der erste Gegenstand. Ich meine, den gab es ja schon mal, aber ist der erste Gegenstand. Der erste legendäre Gegenstand, der unter 2000 V-Bucks erhältlich ist. Und dieses Set hier bekommt 8 Punkte. Wenn ich das schon ein bisschen besser. Dann Bel Air kriegt 10 Punkte. Dann C4 lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich für 800. Mein Lieblings-800er Gleiter ist halt wirklich Süßkram. Der Gleiter hier bekommt 6 Punkte. Ist jetzt nicht so der geilste, wie ich finde. Dann die Spektralhacke. Finde ich nicht so nice. Bekommt 5 Punkte. Dann Twist. Bekommt 6 Punkte. Dann Armadillo. Ich finde den Skin halt nicht so geil. Wegen der Frisur halt. Ich finde den Typen halt nicht so geil wie die Frau. Was mich leider so ein bisschen an den Skins stört, ist, dass die halt blaue Bänder haben und so ein paar blaue Details, weil die Skins sind ja beige und ich finde, das passt halt nicht so gut dazu. Aber der Skin hier bekommt auf jeden Fall 7 Punkte. Finde ich, ist trotzdem noch immer ein sehr geiler Skin. Mir gefällt halt hier dann das Halstuch ein bisschen mehr noch, aber sonst finde ich halt die Frau wesentlich besser noch. Und dann kommen wir auch schon direkt zur Frau. 10 Punkte bekommt die Frau, deswegen habe ich mir sie auch geholt. Und ich hoffe, dass die Skins ein bisschen seltener werden. Weil wenn neue Skins in den täglichen Gegenständen verfügbar sind, kommen sie meistens dann nicht so oft rein, als wie im vorgestellten Gegenstandshop. Weil da es ja dann bei neuen Skins immer so ist, dass die 24 Stunden drin bleiben. So, dieser Shop hier bekommt 59 Punkte insgesamt. Ist, finde ich, trotzdem ein sehr geiler Shop, obwohl mir da drin nicht so geile Sachen, also nicht so viele Sachen gefallen, aber trotzdem ist es, glaube ich, ziemlich nice, so einen Shop hier mal zu haben. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass heute dann das Starterpaket rauskommt, damit ich mir vielleicht noch einen anderen Tanz holen kann, wie zum Beispiel Bel Air. Aber ich denke mal, ich stecke das die V-Bucks dann noch in andere neue Skins rein, die in täglichen Gegenständen verfügbar sind, weil ich halt die Hoffnung habe, dass die ein bisschen seltener werden. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mal hier oben, ist jetzt eine Abstimmung, wie findet ihr den Scorpion Skin, gut oder schlecht, könnt ihr jetzt gerne mal abstimmen. Haut auf jeden Fall
rein, wollte ich gerade auch sagen, ja, aber schaut auf jeden Fall noch bei Anfield 13 und bei Luga vorbei. Ciao.